Willkommen zu unserem Video. Wir sind die Familie Gerold und wir zeigen euch, wie man leckeres Essen macht. Mein Schatz, ich habe Hunger. Was würden wir heute mal kochen? Leckere Frühlingsrollen, mein Schatz. Mit Fischsoße dazu? Nee. Wieso denn? Das klingt schon lecker mit Fischsoße. Aber das schmeckt keinem Europäer. Ah. Und was würden wir heute machen? Frühlingsrolle nach deutschem Geschmack? Richtig, mein Schatz. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar. Und gebt den Daumen nach oben. Und abonniert uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Anschauen. Lasst uns anfangen. Kannst du mir sagen, was wir für das Rezept brauchen? Ja, mein Schatz. 80 Gramm Reisnudeln, 400 Gramm Rindergehacktes, eine halbe Zwiebel, Kohlrabi, zwei Eier und vier Möhren. Dies ist die vietnamesische Frühlingsrolle für den europäischen Geschmack. Um die Frühlingsrolle zu rollen, dafür braucht man das Reispapier. Das habe ich hier. Jetzt lasse ich die Glasnudeln in warmem Wasser einweichen. Nach 10 Minuten spüle ich sie ab und lasse ich sie abtropfen. So, ich habe das Gemüse vorbereitet und zwar die Karotten, die Zwiebel, den Kohlrabi habe ich in kleine feine Würfel geschnitten. Die eingeweichten Glasnudeln habe ich einfach nur durchgeschnitten. Jetzt vermenge ich alle miteinander. Esse meine Karotten. Zwiebel, Kohlrabi, Glasnudeln, was Wichtiges, Hackfleisch brauchen wir auch. Jetzt gebe ich zwei Eier hinzu, damit die Füllung wie eine Masse zusammenhaftet. Bevor die ganze Masse vermischt wird, schaut es so aus. Dann soll ich die Füllung mit Gewürze abschmecken, beziehungsweise einen Teelöffel Salz. Wow, habe ich mehr gemacht. Nicht schlimm. Okay, einen Teelöffel Zucker und einen Teelöffel Pfeffer. Wow, okay. Vermenge ich alle Zutaten zusammen für die Frühlingsrolle. Schau mal draußen, es schneit. Ich habe hier eine Schale mit Wasser. Da drin weiche ich jetzt das Reispapier ein. 10 Sekunden. Um nicht zu lange zu warten, mache ich das gleiche nochmal. Jede Stelle soll mit Wasser benetzt werden, sonst wird es, wenn man die Stelle frei lässt, sehr, sehr trocken in der Mitte. So. Jetzt ist das Reispapier eingeweicht und ich nehme jetzt so eine Schippe voll hier drauf und falte erstmal. Falte das Reispapier, dass es aussieht wie eine Wurst. Dann mache ich das nochmal. Dann knicke ich die Seiten ein nach innen, damit die Füllung auch in der Frühlingsrolle bleibt und rolle es weiter.
So entsteht eine Frühlingsrolle. In Vietnam macht man eigentlich immer Mini-Frühlingsrollen. Und hier in Deutschland macht man eher die große Frühlingsrolle, weil man hier einen größeren Hunger hat. Ist auch verständlich. Vietnamesen sind etwas kleiner, haben daher weniger Hunger. Und das wird eine etwas dickere Frühlingsrolle. So wird wieder eingeklappt. Und die rollt. So entsteht die große Frühlingsrolle. Jetzt rollt meine Frau, sie ist Vietnamesin und Profi im Frühlingsrollen. Rollen. Das stimmt überhaupt nicht. Sie weiß richtig gut, wie sie die rollt, weil sie also macht das schon. Ich mache kleine Mini-Frühlingsrolle. Ist sie auch eine Mini-Vietnamesin? Mach's ganz gleich. Einknicken. So sieht eine professionelle Frühlingsrolle aus. Hier kann man sehen, da ist eine deutsche Frühlingsrolle. Und hier, da ist eine vietnamesische Frühlingsrolle. Den Herd stelle ich auf 7. Und gebe Rapsvitalöl dazu. Nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Weil nicht so viel, schmecken die Frühlingsrollen später noch lecker. So, jetzt warten wir erstmal, bis das Öl richtig brodelt und Bläschen ergibt. Dann legen wir die Frühlingsrollen in die Pfanne. Jetzt ist das Öl schon heiß genug und ich lege die ersten Frühlingsrollen in das Öl. Und man hört es auch schon, das Öl. Dass es sehr heiß ist, kann man dadurch feststellen. Hier sieht man, wie meine Frau die Frühlingsrollen umdrehen tut. Das ist schon hell. Ja. Wenn das Öl eingezogen ist, könnt ihr immer etwas nachgießen. Jetzt seht ihr die Frühlingsrollen, die sind so goldbraun. Wir wünschen euch einen guten Appetit.